Ja, hallo, ich bin Vincent. Ich halte einen Vortrag über das Thema AutoCrypt und was ich mittlerweile jetzt daraus gemacht habe. Dieser Foliensatz, den ich hier verwende, der ist recycelt von einem ähnlichen Vortrag, den ich auf der FOSDEM dieses Jahr gehalten habe, wo ich zumindest den Anfang von einfach mal frech recyceln werde, um mir das Folien machen zu ersparen. Aber ja, den wichtigsten Teil habe ich ja geändert. Ganz kurz, ich bin Vincent, ich mache in meiner Freizeit aus irgendwelchen Gründen PGP-Dinge und E-Mail-Verschlüsselung. Ich bin da irgendwann reingeraten als Entwickler von Open Keychain, was so das die PGP-App auf Android ist, die es gibt. Ich bin dann über 2016 hinweg vom Open Tech Fund bezahlt worden, um in K9-Mail OpenPGP-Support mit Open Keychain reinzubauen. Das habe ich auch das Jahr über so gemacht. Oder sogar 2 Jahre am Ende sind draus geworden. Und das hat mir zwar Spaß gemacht, aber währenddessen ist mir aufgefallen, okay, ich bin am Anfang so ein bisschen naiv an die Sache rangegangen und dachte mir, ey, wenn es irgendwie einen Client einfach mal richtig macht und nicht so scheiße, wie man das von jedem anderen Client kennt. Ja, ich gehe einfach mal davon aus, jeder ist mal in Berührung gekommen mit E-Mail-Verschlüsselung. Die, die es nicht in Berührung damit gekommen sind, das hat seinen guten Grund, dass das so ist. Die damit in Berührung gekommen sind, ich entschuldige mich. Ich bin so ein bisschen mit der naiven Annahme rangegangen, da muss man ja nur einen Client machen, der das mal nicht scheiße macht und dann wird das schon irgendwie alles gehen. Und das ist nicht so, deswegen habe ich über die Zeit dann mir gedacht, okay, da muss man irgendwie einen größeren Plan machen, mit der Community irgendwie zusammenkommen, sich überlegen, wie können wir die Situation tatsächlich mal verbessern und das dann runterschreiben als Spezifikation und das nach Möglichkeit dann irgendwie in die Clients bringen und implementiert kriegen. Das haben wir gemacht. Das habe ich losgetreten, das hat besser funktioniert, als ich mir das gedacht hätte, weil ich an Leute geraten bin, die gut Community managen können, an Leute geraten bin, die voll Bock haben, Spezifikationen zu schreiben und andere wichtige Teile dafür. Und das ganze Ding ist dann heute, läuft unter dem Titel AutoCrypt. Das ist ein Trademark, was es auch schon gab, aber das, wir haben uns gedacht, wir nehmen es trotzdem. Ja, der grobe Plan von AutoCrypt als Spezifikation ist, es einfach zu machen, E-Mails zu verschlüsseln. So, das ist schon mal, ja, das ist das erklärte Ziel. Ich glaube, es gibt ungefähr gar kein Projekt, was E-Mail-Verschlüsselung macht, was nicht irgendwie easy im Titel hat oder irgendwie behauptet, es würde Dinge easy machen. Endlich werden die Sachen einfach. Jedes Projekt heißt so. Ich behaupte, bei uns ist tatsächlich so ein bisschen besser drin, was draufsteht. Ein wichtiges sekundäres Ziel ist, nicht irgendwie infrastrukturabhängig zu sein, sondern das muss nur mit Mail funktionieren, das soll nicht von irgendeinem zentralen Server abhängen, das soll von gar nichts abhängen, das soll einfach nur funktionieren. Und außerdem wollen wir es nicht allzu komplex machen, denn man kann sich tolle Sachen überlegen, die dann wahnsinnig viel Komplexität einführen und vielleicht funktioniert, wenn es jemand implementiert, aber sobald das auch nur in den Bereich von nicht innerhalb von einem Monat zu implementieren, wenn man sich dran setzt, geht, ist es schon schwierig, überhaupt irgendwelche Adoption dafür zu kriegen, weil die Menge, die realistisch an solcher Software gearbeitet wird, nicht so groß ist. Die meisten, die das machen, sind irgendwie eher Hobbyentwickler da dran oder stecken ganz tief im Sumpf und kommen da nicht mehr so leicht raus. Naja, ja, und das Ganze soll auf mehreren Devices funktionieren, damit es überhaupt für Leute funktioniert. Das sind so die Targets, die wir uns gesetzt haben. Und viel wichtiger ist aber, die Sachen, die wir gesagt haben, die nicht im Scope sind, wo wir gesagt haben, das lassen wir sein, das machen wir erstmal nicht, weil wenn wir das versuchen würden, dann kommen wir nie irgendwo an. Die wichtigste Einschränkung davon ist, aktive Attacker werden nicht betrachtet. Wir gehen erstmal davon aus, nicht jeder Mensch auf der Welt wird man in the middle. Egal was einem die Leute erzählen, wie wichtig das ist, dass man irgendwelche scheiß Fingerprints verifiziert oder dass man Web of Trust macht oder dieser ganze Quatsch. Das ist alles, wenn überhaupt man mal verschlüsselt, dann ist das irgendwas, was man vielleicht mal extra machen kann. Aber bis wir da sind, dass Verschlüsselung einfach und sinnvoll funktioniert, macht es keinen Sinn, den Leuten mit Fingerprints auf den Sack zu gehen. Im Prinzip muss man sich das dann eher vorstellen, wie Signal oder WhatsApp das machen. Die haben das richtig gemacht. Die haben gesagt, erstmal machen wir Verschlüsselung, ohne den Nutzer zu fragen, ohne alles. Wir gehen davon aus, es passt schon irgendwie. Dadurch haben wir einen Schutz vor passiver Massenabhörung. Und dann können die Leute, die wirklich Bock haben, die können dann sagen, ich vergleiche jetzt tatsächlich mal den Fingerprint von wem anders. Das macht man dann zweimal aus Spaß und dann nicht wieder, aber die Möglichkeit gibt es immerhin. Und trotzdem, am Ende haben Signal und WhatsApp den Leuten tatsächlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
für die breite Masse eingebracht. Genau, deswegen haben wir gesagt, okay, das lassen wir auch erstmal außen vor. Das ist einfach nicht der wichtigste Aspekt, um den man sich Sorgen machen muss. Wir bleiben also bei einem ganz simplen Trust-Modell, wenn wir überhaupt eins einführen wollen. Wir haben erstmal noch gar keins eingeführt, aber wenn wir eins einführen wollen, wird es einfach sein. Und wir wollen nicht den Leuten aufdrücken, Verschlüsselung bei Default anzumachen. Es gibt dann häufig irgendwie die Idee, ja, sobald ein Nutzer dann mal eine Software installiert, muss man ja auch logischerweise jede einzelne Nachricht, die der verschickt, nach Möglichkeit sofort verschlüsseln, egal wie gut die Annahme ist, dass der Schlüssel vom Kommunikationspartner irgendwie sinnvoll und gut ist. Ist dann gleich das Mantra, ja, wir müssen ja den Nutzer schützen und jede Mail auf jeden Fall verschlüsseln, sonst haben wir ja nichts gewonnen. Das ist auch schwierig, ja, weil wenn man dem Nutzer nur die Möglichkeit gibt, entweder du benutzt das und dann hast du die ganze Zeit dieses ganze Generve dabei, weil verschlüsselte Mails einfach ein bisschen schwieriger zu handeln sind als normale und ein bisschen schlechter archivierbar sind als normale Mails. Und die einzige Möglichkeit, die man dann hat, um zu sagen, nee, möchte ich jetzt nicht die ganze Zeit haben, ist, ich deinstalliere das Ding wieder. Ja, und das ist das, was die Leute machen. Und dadurch verwendet es dann am Ende auch keiner. Hilft uns alles überhaupt nicht. So. Das ist die vorgestellte UX, wie wir sie uns dachten. So muss das doch mal aussehen, oder nicht? Also, ne, da müssen jetzt noch ein paar mehr Knöpfe, die irgendwie andere Dinge tun. Aber im Endeffekt, wir wollen einen Button. Ja, einen Button, den man klicken kann oder nicht. Das ist alles. Der soll möglichst häufig anklickbar sein, und wenn er anklickbar ist, dann ist es ein Häkchen und dann wird die Mail verschlüsselt und ansonsten soll man nichts davon merken nach Möglichkeit. Da fällt schon ein bisschen was weg, was sonst da ist. Zum Beispiel sonst hat man das, wenn man jetzt Enigmail oder sowas installiert, hat man hier so Encrypt und Sign. Da hat man zwei Buttons, der eine verschlüsselt, der andere signiert eine Nachricht. Was ist überhaupt das Signieren einer Nachricht? Kein Mensch kann einem das erklären. Die diesem erklären können, haben das wahrscheinlich studiert. Und wenn man sie dann wirklich ein bisschen fragt und ein bisschen pokt, dann können sie einem nicht erklären, warum das sinnvoll ist. Es gibt keinen sinnvollen Use Case, Nachrichten nur zu signieren, aber nicht zu verschlüsseln. Und es gibt auch keinen, meiner Meinung nach, sinnvollen Use Case dafür, Nachrichten zu verschlüsseln, aber nicht zu signieren. Man macht beides oder nichts davon. Leute können ruhig ihre Nachrichten signieren, da habe ich gar nichts gegen. Ja, solange sie nicht von mir verlangen, dass ich die UX für das Verschlüsseln schwieriger mache. Und sobald ein zweiter Button ist, ist es schon... Ja, kann man schon einfach nicht mehr erklären, was da überhaupt ist, passiert und was nicht. So, ich glaube, der nächste Kram. Ja, wir sind ein Community Effort und so, habe ich schon gesagt. Wir haben über lange Zeit diese Spezifikation entwickelt, gibt es auf autocrypt.org, ist ein langes Dokument. Könnte mittlerweile hübscher sein, könnte Überarbeitungen vertragen, aber die Ideen sind solide. Und jetzt kommen hier irgendwie technische Sachen, die sich überlegen, wie machen wir den Kram und... Blablabla, das ist aber eigentlich nicht das Interessante. Das war der Stand Februar 2019, als ich diesen Vortrag gehalten habe auf der FOSDEM, habe ich das Ganze noch so ein bisschen eher theoretisch und dann gesagt, ja, der momentane Status ist also, es geht. Und der wichtigste Mechanismus, nämlich AutoCrypt Header, die Key-Austausch einfach durch das, die schicken Keys in Mails einfach mit. Das heißt, jeder, mit dem man mal geschrieben hat, dem kann man auch verschlüsselt schreiben, das ist die Idee. Lasse ich einfach mal so abstrakt stehen. Das hat sich ein bisschen verbreitet. Also Enigma unterstützt das, Canon unterstützt das, mittlerweile hat das GPG4Win-Ding, was man in Outlook drin hat, wenn man Mailverschlüsselung macht, ein bisschen Support für AutoCrypt-Header. GPG-Tools, hoffe ich, haben das demnächst. Und also insgesamt, man sieht hier und da mal Mails mit so einem Header drin und dann diese Leute, die diesen Header dann drin haben, kann man verschlüsseln. Das hat okay viel Traction gewonnen. Für das E-Mail-Ökosystem, muss man sagen. Das E-Mail-Ökosystem bewegt sich sehr langsam. So, aber während dieses Vortrages war es immer noch so, dass das ganze Ding eher ein theoretisches Konstrukt war. Es gab noch keine Implementierung, die das tatsächlich einfach mal so richtig vernünftig gemacht hat. Sondern es war immer eher so, man hat dann Enigmail gehabt und Patrick Brunschwig, der Entwickler von Enigmail, hat gesagt, das klingt ja total sinnvoll. Und dann hat er das gemacht, was irgendwie auch ganz natürlich ist. Er hat dann die Ideen aus AutoCrypt genommen. Und hat die drauf getan auf Enigmail. Er hat einen riesen rauchenden Haufen und hat da dann noch so einen kleinen Haufen oben drauf getan. Und jetzt ist es irgendwie ein riesen Boost mit einem kleinen Boost daneben. Aber das Sachen sind perfekt, nicht wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Deswegen habe ich in den letzten paar Monaten mich dran gesetzt. Ich habe Enigmail genommen und ich habe alles rausgeschmissen, was Crap ist und was man eigentlich gar nicht braucht.
Und das ist fast alles. Insbesondere ist es fast die gesamte UI. Ich habe fast alle UI rausgeschmissen. Ich habe das Backend anders geschrieben, sodass es nicht mehr GnuPG verwendet, weil GnuPG ist ein riesenrauchender Haufen. Das verwendet jetzt OpenBGP.js, ist also auch in JavaScript und damit ist das ganze Ding als Extension self-contained. Einfach, wenn man die Extension installieren kann, funktioniert sie, ohne dass man Abhängigkeiten auf native Binaries hat. Und ja, ich möchte einfach mal eine kurze Demo dazu geben. Mal gucken, ob wir das... ich mache vielleicht mal die Auflösung einfach mal etwas... Die Auflösung etwas kleiner, oder? Kann man das so sehen? Nicht so richtig, ne? Oder? Doch, geht eigentlich, ne? Geht, okay. Okay, das hier ist einfach ein Thunderbird, relativ frisch installiert, hat eine leere Inbox mit einem Mail-Account auf meiner Domain und sonst ist irgendwie nicht viel passiert. So. Dann kann ich hier unter Add-ons, wie man das erwarten würde, gehe ich auf Add-ons, kann dann hier in der Suche, ich habe noch nicht rausgefunden, wen ich anhauen muss, dass ich eine Featured Extension werde, aber wenn das soweit ist. Und dann gibt es hier eine Autoclip Extension. Interessanterweise, wenn man nach Autoclip sucht, findet man Enigmail nicht mal, oder? Nee, warum auch, ne? Vielleicht ist der Autoclip gesucht, Autoclip gefunden, aber. Ja, das stimmt, aber also auch Enigmail hat Autoclip Support und deswegen war es halt vorher so, während meine Extension nicht da war, hat man danach gesucht und man hat nicht das gefunden, was man eigentlich gesucht hätte zu dem Zeitpunkt. Naja. So, jetzt kommt leider ein etwas nerviger kleiner Aspekt und zwar die Thunderbird Add-ons. Der Thunderbird Add-on Store hat einen manuellen Review-Prozess. Als ich diese Extension das erste Mal da reingestellt habe, hat das so funktioniert, dann hieß es, du bist jetzt in Warteschlange Nummer 14 von 14. Und Ende der Auskunft. 14 von 14, dann habe ich irgendwie eine Woche gewartet, war immer noch 14 von dann 20. Und dann habe ich immer mal die Leute angepokt auf Twitter und gesagt, hier, was ist denn da los? Ist da irgendwie, guckt da noch jemand drauf oder nicht? Eine Stunde später waren alle, war die Queue leer und es waren 0 von 20. Es waren also dann alle freigeschaltet. Das heißt, das Verfahren scheint zu sein, man reiht sich in eine Queue ein und einmal die Woche kommt irgendwer vorbei, drückt auf den Knopf und dann ist alles released. Ich bin mir nicht so, also das Ganze ist auf freiwilligen Arbeit basiert. Von daher kann man jetzt nicht irgendwie sagen, das ist ja voll doof, aber also als Entwickler bin ich nicht so 100% zufrieden. Das führt dazu, dass das, was man jetzt gerade hier hat, leider nicht die letzte Version ist, die ich released habe. Die funktioniert auch okay, aber gerade der Einstieg hat sich ein bisschen geändert. Deswegen schummel ich jetzt einfach mal und installiere die lokale Version, die ich lokal kompiliert habe. Ist genau das gleiche Ding, ist eine XPI-Datei, kann man sich installieren, das ist auch das, was man runterladen würde, das ist nur noch nicht in der aktuellen Version im Store. So, ich installiere dieses Add-on und wenn man das im Store macht, ne, kriegt man hier oben noch dieses Add-Ding, aber das war's ansonsten. Ne, dann sieht man hier, aha, eine E-Mail, okay. Ich glaube, das hier kann ich jetzt das Ding mal ein bisschen, kann ich größer machen. Man kriegt genau diese eine E-Mail. Beziehungsweise man kriegt die mittlerweile, glaube ich, zu jedem Account eine. Ja. Und das ist alles, was ich dem Nutzer mit auf den Weg geben will. Ich habe ewig an diesen Formulierungen und immer mehr Sätzen weggestrichen. Am Anfang war es noch doppelt so viel Text und das war immer noch zu viel. Ich glaube, das hier ist jetzt ungefähr die richtige Menge Text, die man dem Nutzer antun kann. Das Ganze kommt von hier hello@autocrypt.dev. Da habe ich einen Bot am Laufen und wenn man das ausprobieren möchte, ob das irgendwie das Verfahren auch funktioniert, dann kann man hier auf Reply klicken. Kann man hier eine Antwort tippen. Hallo. Und hier oben ist ein neuer Button gespawnt. Das ist der Autocrypt-Button. Kann man anklicken, dann wird das so grün. Okay, also dann wird es eine andere Farbe als vorher. dann wird das grün und dann kann man die Mail abschicken. Und wenn ich nichts falsch gemacht habe, dann schickt er die Mail ab. Und die war verschlüsselt und fertig. Und dann hat der Bot geantwortet von NS Autoresponder eine Nachricht, die sagt: Hey, ich habe deine verschlüsselte Nachricht gekriegt. Und außerdem diese Nachricht hier ist ebenfalls hier verschlüsselt. Und das war's fast. Also, das ist alles, was ich haben will von so einer Extension. Viel mehr sollte da nicht sein. Und alles, was irgendwie noch mehr ist,
ist dann für kompliziertere Szenarien, wie wenn ich mehrere Devices habe oder wenn ich ein Backup von meinem Schlüsselmaterial machen will oder sowas in der Richtung, dafür braucht man vielleicht auch noch ein bisschen Doku, keine Ahnung. Aber das hier ist erstmal die Basiserfahrung, so ungefähr ist die Idee, wie man E-Mail-Verschlüsselung vielleicht tatsächlich machen kann und das für Nutzer auch funktioniert. Ja. Ja, es gibt ein Settings-Ding, ja, die Experten-User, die gucken immer sofort, wo sind alle Settings und gucken sich alle Settings an. Die wollen wir auch nicht enttäuschen, also die wollen wir ein bisschen enttäuschen, es gibt nicht viele Settings. Es gibt genau ein Dropdown-Setting hier, das ist das eine Setting, was es gibt. Und man kann sich irgendwie noch aussuchen, okay, ich möchte jetzt hier irgendwie einen anderen Key oder nutzen oder gar keinen Key für eine bestimmte Adresse, für verschiedene Adressen. Aber ich habe versucht, mit so wenig Config-Kram, so wenig Dialogen, wie irgendwie geht, wie ich irgendwie hinkriege, davon zu kommen. Hier ist ein Mechanismus, mit dem man seinen Key an ein anderes Device schicken kann. Das kriegt man dann per E-Mail. Gibt einen Code ein. Das kann ich einfach machen. Zock. Kriegt hier so einen Code. Das muss ich nochmal ein bisschen hübscher machen. Das ist noch nicht so optimal. Und dann kann man auf einem anderen Device diese Nachricht hier öffnen. Kriegt dann hoffentlich auch irgendwie so einen Dialog von dem Mail-Client. Wenn man den anklickt, gibt man hier den Code ein, den man eben gesehen hat. Und sobald man hier draufklickt, sollte dann alles eingerichtet sein. Und das viel mehr soll man davon auch eigentlich dann nicht sehen. Ja, ich glaube, das war alles, was es zu zeigen gibt. Und das ist ein Feature, das ist einfach nicht mehr ist. Da bin ich, also ich habe zwischenzeitlich ein bisschen Stress damit gehabt, dass in diesem JavaScript die Verschlüsselung ziemlich langsam war und ein paar andere Sachen. Aber das sind alles technische Probleme, die lösbar waren. Und jetzt ist das Ding so, wie man es hier gesehen hat im Add-on Store. Ich freue mich sehr über User Feedback, wenn es jemand ausprobiert und mir sagt, was geht, was nicht geht. Wenn Leute von Enigmail migrieren, dann sagt mir gerne Bescheid, wenn ihr aus irgendeinem Grund feststellt, ihr könnt irgendwas nicht tun und ihr geht jetzt wieder zu Enigmail zurück, dann will ich wissen warum, weil ich will ein Ersatz für Enigmail sein. Und natürlich auch andere Leute, die es ausprobieren und einfach mal so vielleicht E-Mail-Verschlüsselung wieder eine Chance geben. Ich verspreche, es wird nicht eure ganze Mailbox sofort voll mit diesen Nachrichten sein. Ja, das war's.